In Paris ist nichts zu spüren von den Kämpfen im fernen Indochina. Nach Jahren der deutschen Besatzung lebt und blüht die Stadt wieder auf. Doch die Party findet ohne Pierre statt. Mühsam versucht er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Paris leuchtet. Pierre ist angezogen von den Stars und Sternchen auf den Kinoplakaten. Er träumt von einer Karriere als Schauspieler. Über einen Umweg soll sein Traum schließlich Wirklichkeit werden. Ich wurde von der Vogue für Modefotos engagiert. Und von da an hatte ich ein bisschen Geld in der Tasche. Ich machte Modefotos, Werbefotos. Und wir waren auch bei den großen Modeschauen dabei. Aber es gefiel mir nicht besonders. Die Arbeit im Studio, das ging noch. Da war ich mit dem Fotografen allein. Aber Aufnahmen auf der Straße zu machen, das hasste ich regelrecht. Die Pariser spotten gern und ein junger Mann, der Modefotos macht, wurde ziemlich schief angesehen. Das war ein Grund, weshalb es mich zum Film zog. Um dem Image des Dressmann zu entfliehen, nimmt Pierre Unterricht bei einem russischen Schauspiellehrer. Und bald darauf endlich die erste Rolle. Allerdings nicht am Theater oder im Kino, sondern in einem Fotoroman. Die Bildergeschichten für Erwachsene, die ursprünglich aus Italien stammen, sind Mitte der 50er der Unterhaltungsschlager in Frankreich. N'oubliez pas que la télévision n'existait pas. Sie dürfen nicht vergessen, damals gab es noch kein Fernsehen. Jede Woche erschien eine neue Folge. Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Antonella Lualdi. Sie alle haben in Fotoromanen angefangen. Pierre Brice und ich posierten für eine romantische Illustrierte, L'Éveillé des Chaumières. Wir waren auf der Titelseite, zwei junge Verliebte. Sehr romantisch, sehr poetisch und sehr charmant. Pierre war eben ein junger Schauspieler, der, genau wie ich, auf Rollen wartete und währenddessen solche Sachen machte. En attendant d'avoir des rôles. Pierres Gesicht kommt an und lächelt sich durch sämtliche Mode- und Frauenzeitschriften. Hübsche Auftritte sicher, doch nicht gerade die ideale Voraussetzung, um als Schauspieler ernst genommen zu werden. Und doch, was eigentlich ein Hindernis für seine Karriere sein müsste, wird schließlich die Eintrittskarte. Eine der damals bekanntesten französischen Filmschauspielerinnen wird auf ihn aufmerksam. Michel Morgan, elle était chez son coiffeur. Sie hieß Michel Morgan. Sie saß gerade beim Friseur und las in einer Zeitschrift, als sie ein Foto von mir sah. Oh, ein interessanter Junge, sagte sie zu ihrer Friseuse, worauf die antwortete, den kenne ich. Ach, mal wenn Sie ihn mal wiedersehen, sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir und er soll mal bei meiner Agentin Olga Horstig vorbeigehen. Olga hatte damals eine große Agentur in Paris und so wurde sie meine Agentin. Bald erhält Pierre Rollenangebote. Sein erster Filmauftritt dauert genau 14 Sekunden. In harte Fäuste, heißes Blut darf er Eddie Constantin die Tür aufhalten. Als einer der Schützlinge der großen Agentin Olga Horstig zählt Pierre zu den jungen Hoffnungen des französischen Kinos. 1958 spielt er gemeinsam mit dem damals ebenfalls unbekannten Jean-Paul Belmondo eine Nebenrolle in Die sich selbst betrügen. Der Film von Marcel Camus wird zu einem Wegbereiter der Nouvelle Vague. Doch neue Talente gibt es im französischen Kino en masse. Darüber hinaus hat Pierre einen Nachteil. Er sieht einem gewissen Alain Delon nicht ganz unähnlich. So richtig kommt seine Karriere nicht in Schwung. Damals herrschte eine heftige Konkurrenz zwischen den jungen Schauspielern. Und wenn erst einmal einer etabliert ist, die Leute sind eben ziemlich einfallslos. Insofern war der Erfolg von Alain Delon für Pierres Karriere wahrscheinlich ein Nachteil.
Einer der Gründe, warum es für mich in Frankreich nicht lief, war meine Schüchternheit. Ich wurde manchmal zu einer Filmpremiere eingeladen, ging ins Foyer, sah all die Leute, all die Schauspieler und Schauspielerinnen und war wie gelähmt. Und so hockte ich dann zusammengekauert allein in einer Ecke. Ich hatte nicht viele Freunde in der Filmszene. Es war meine Schuld, weil ich keiner Clique angehörte. Es gab die Clique um Roger Vadim, die um Claude Chabrol, die um Truffaut, die Clique von Godard. Für mich stagnierte es jedenfalls. Da beschloss ich wegzugehen, und zwar nach Rom. In das Mekka des Films, wo Filme über Filme gedreht wurden und wohin damals Schauspieler aus der ganzen Welt kamen. Für mich stagnierte es jedenfalls. Da beschloss ich wegzugehen, und zwar nach Rom. In das Mekka des Films, wo Filme über Filme gedreht wurden und wohin damals Schauspieler aus der ganzen Welt kamen. Es herrschte Aufbruchstimmung. Wir waren mitten in einem Boom. Geld aufzutreiben war kein Problem. Alle hatten Geld. Die Großindustriellen, die aus ihrem Milieu ausbrechen und junge, schöne Frauen zum Vorzeigen um sich haben wollten, finanzierten die Filme. Deshalb wurden so viele Filme gedreht. Und so viel Müll. Alle improvisierten. Regisseure, Kameraleute, auch die Schauspieler. In Cinecittà entstehen Anfang der 60er Jahre bis zu 700 Filme pro Jahr. Mindestens ebenso groß wie der Bedarf an Kilometern von Celluloid ist der Bedarf an Schauspielern und neuen Gesichtern, die sich oft nur leicht bekleidet und in Sandalen in den damals populären Monumentalfilmen bewähren müssen. Der kommerzielle Erfolg dieser Filme ermöglicht den italienischen Produzenten aber auch, anspruchsvollere Regisseure mit eigenwilligen Projekten zu beschäftigen. Einer von ihnen ist Damiano Damiani. Für sein Spielfilmdebüt Il Rossetto engagiert er Pierre Brice, der so, nur kurz nach seiner Ankunft in Rom, seinen ersten Vertrag für eine Hauptrolle unterschreiben kann. In diesem Kriminalfilm spielt Pier Gino einen Prostituiertenmörder, der von einem jungen Mädchen bei seiner Tat beobachtet wurde. Allerdings ist das Mädchen verliebt in ihn und will ihn nicht der Polizei ausliefern. Il Rossetto bietet Pierre Brice endlich die Gelegenheit, sich als Schauspieler zu profilieren und ein für allemal das Image des Dressman abzulegen, das ihn in Paris so verfolgte. Ciao, Scimietta. Quel giovane attore, bello, vestito bene. Dieser junge Schauspieler war genau der, den ich suchte. Schön, gut angezogen, noch dazu sympathisch. Man sollte ihm nicht auf den ersten Blick den Schurken ansehen. Und doch verbarg sich hinter dem eleganten Äußeren ein Charakter, der sehr gefährlich sein konnte. Senti, io non voglio farti del male, ma se tu sta attenta, non obbligarmi. Così impara a prendermi in giro. Mi picchi! Avanti! Mi picchi! Mi picchi! Ce film ha ottenuto un gran successo in Italia e il Der Film war in Italien ein großer Erfolg. Und der Eraldo dello Spettacolo, die Entsprechung zu dem französischen Cahiers du Cinéma, wählte mich zum besten Schauspieler des Jahres. Damit öffneten sich mir die Türen. In nur 3 Jahren dreht Pierre Brice ein gutes Dutzend Filme in der italienischen Traumfabrik. Er spielt einen jungen Pharao und nimmt es als schwarzer Rächer Zorro mit dem italienischen Muskelprotz Machista auf. Später tritt er als Robin Hood für die Armen und Entrechteten ein. Und spielt schließlich in Giorgio Ferronis Historienepos die Bacchantin. Die Kostümfilme, das war eine interessante Sache. Ich erinnere mich, dass meine Garderobiere immer sagte, du kannst Kostümrollen spielen, dir steht jedes Kostüm.
Einmal spielte ich Dionysos in einem dieser knappen Röckchen mit nackten Beinen. Da sagte sie zu mir, solche Beine, die hat nicht jeder Schauspieler. C'est pas le cas de tous les acteurs. Zeus, mio padre divino, io ti invoco. E voi, donne del mio Tiaso, baccanti, levate i tirsi, percuote di timpani di Frigia, che vi oda la schiera di Penteo. Eboe! Eboe! Trotz der wechselnden Kostüme ist Pierre in Cinecittà nun abonniert auf die Rolle des attraktiven Frauenschwarms. Es gelingt ihm, sich als Schauspieler einen Namen zu machen und als verlässlicher Darsteller zu bewähren. Die große erfolgbringende Rolle, die bleibt jedoch aus. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen begibt er sich 1962 auf die Berlinale. West-Berlin bewies in diesen Tagen einmal mehr seine kulturelle Anziehungskraft. Zu den 12. internationalen Filmfestspielen kamen Stars aus aller Welt. In der Masse der Festivalgäste geht Pierre Brice unter. Niemand nimmt wirklich Notiz von ihm. Gefeiert wird ein anderer französischer Schauspieler. Jean-Paul Belmondo. Mit ihm teilte sich Pierre vor kurzem noch eine Nebenrolle. Seit Außer Atem gehört Belmondo zu Frankreichs Exportschlagern. Pierre will eigentlich schon wieder abreisen. An seinem letzten Abend in der geteilten Stadt besucht er die Abschlussveranstaltung der Berlinale. Es gab ein Diner im Hotel Intercontinental in Berlin. Ich war mit meiner damaligen Freundin Françoise da. An einem der Nachbartische saß ein Mann. Er hieß Horst Wendland, wie ich später erfuhr, der die ganze Zeit zu uns herüberstaute. Ich dachte, er würde meine Freundin anstarren. Ich war ziemlich gereizt, eifersüchtig und kurz davor aufzustehen und ihn um eine Erklärung zu bitten. Da sagte François, mach keine Dummheiten. Ich glaube, das ist ein Produzent. Auf Horst Wendland ruhen die Hoffnungen der krisengeschüttelten deutschen Filmindustrie, die nach dem Zweiten Weltkrieg nur mühsam wieder auf die Beine kommt. Der junge Produzent hat mit Edgar Wallace-Filmen erste Erfolge feiern können. Doch nun hat er Größeres vor. Er will Der Schatz im Silbersee verfilmen, einen Roman von Karl May. Der Schriftsteller aus Sachsen gehört nicht nur zu den meistgelesenen, sondern auch außergewöhnlichsten Gestalten der deutschen Literatur. Seine Abenteuerromane spielen in exotischen Ländern, im Orient, der Südsee und Amerika. In seinen Reiseerzählungen gibt Karl May vor, das von ihm Geschriebene so auch selbst erlebt zu haben. Und zum Beweis gibt's Fotos in den verschiedenen Kostümen seiner Helden. In Wirklichkeit reist Karl May jedoch kaum. Fast alle seine Erzählungen verfasst er unter Zuhilfenahme seiner Bibliothek am Schreibtisch seiner Radebeuler Villa. Mays beliebteste Romane spielen Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerikas Wildem Westen. Seine Leser begeistern sich für die Geschichten von dem edlen Freundespaar Winnetou und Old Shatterhand, die gemeinsam für den Frieden zwischen Weißen und Indianern kämpfen. Horst Wendland spürt, er kann mit seinem Film nur einen Erfolg landen, wenn die Besetzung stimmt und das Publikum seinen Winnetou und seinen Old Shatterhand annimmt. In der Hoffnung, auch international punkten zu können, setzt er zudem auf den Star-Faktor ausländischer Schauspieler. Schon bald kann er für Old Shatterhand Lex Barker gewinnen, der Johnny Weissmuller als Tarzan abgelöst hatte. Winnetou zu besetzen ist schwieriger. Wendland sucht einen Schauspieler mit geheimnisvoller, exotischer Ausstrahlung. Zunächst denkt er an Christopher Lee, den er zu einem Casting einlädt. Doch das Dracula-Image von Lee passt so gar nicht zum Bild des noblen und sanftmütigen Apachenhäuptlings. In Pierre Brice glaubt Wendland endlich seinen Winnetou gefunden zu haben. Er zögert nicht lange mit einem Angebot. Ich bekam einen Anruf von Olga Horstig, meiner Agentin in Paris. Horst Wendland interessiert sich für dich und möchte dir eine wichtige Rolle in einem seiner nächsten Filme anbieten. Er fragte, was für ein Film? Ein Western. Ach, ein Western. Und was ist das für eine Rolle? Ein Indianer. Ein Indianer.
Ich dachte daran, wie die Amerikaner die Indianer in ihren Western darstellten, und sagte Olga, dass ich an so einer Rolle nicht sonderlich interessiert bin. Da erwiderte sie, Pierre, wenn Sie das Glück haben, diese Rolle zu bekommen, garantiere ich Ihnen eine große Karriere in Deutschland. Eher schlecht als recht überzeugt und ohne die Popularität Karl Mays in Deutschland zu kennen, macht sich Pierre Brice auf zum Drehort. Als er am Set eintrifft, sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Meinen ersten Drehtag werde ich nie vergessen. Damals konnte ich kein Wort Deutsch. Ich stand da und Harald Reinl erklärte mir die Szene, die wir drehen sollten. Ich war stolz wie ein Pfau. Auf mein Indianerkostüm, auf mein herrliches Pferd, eben auf alles. Reinl sagte, gut, wir fangen an. Ich wartete abseits und hörte, wie gesagt, ich verstand kein Wort Deutsch. Ich hörte also, wie Reinl rief, bitte ton! Dann nochmal, bitte ton! Meine Figur hieß Winnetou und Bitteton, Winnetou, Winnetou, Bitteton, das klingt sehr ähnlich. Ich dachte, verdammt, das ist ein Einsatz. Ich presche also im Galopp vor die Kamera, da hebt Reinl die Arme und ruft, Pierre, wir müssen drehen, wir haben keine Zeit für sowas. Das ganze Team lachte. Das Schauspielerteam ist international und nicht immer einfach unter Kontrolle zu behalten. Die Fäden laufen bei Dr. Harald Reinl zusammen, einem ehemaligen Ufa-Regisseur, der sein Handwerk bei Leni Riefenstahl lernte und sich bisher vor allem mit Kriegs- und Heimatfilmen hervorgetan hatte. Man nannte ihn damals, glaube ich, irgendwie seine Bergziege. Er war sehr fit für sein Alter. Ich war ja, ich weiß nicht, Mitte 50 oder Ende 50. Also er war sehr fit und sehr robust. Für Schauspieler, natürlich schauspielerische Feinheiten, war er eigentlich vielleicht doch nicht so zuständig. Aber auf die Feinheiten kommt es Produzent Wendland auch gar nicht an. Vielmehr will er es den Italienern nachtun. Buntes, turbulentes Kino im CinemaScope-Format mit Massenszenen und viel Action. 3000 Statisten und 2500 Pferde kommen zum Einsatz. Mit 3,5 Millionen D-Mark gerät der Schatz im Silbersee zum teuersten Film der Nachkriegszeit.